Kundendienst. Du kannst entweder erfolgreich sein oder recht haben, aber du musst dich für eins entscheiden. Neulich rief mich ein Kunde an, ein großes Haus, da haben wir in mehreren Stufen das Durchsetzungsprogramm umgesetzt und er sagte, jetzt möchte ich für unseren Kundendienst arbeiten und Herr Skopin und Sie kommen einen Tag lang und es geht darum, im Verkauf und im Kundendienst das Wort Kulanz aus unserem Sprachschatz auszuradieren. Und ich war relativ überrascht. Denn ich kenne gerade diesen Möbelhaus und gerade diesen Kunden als sehr, sehr kundenorientiert. Und ich sagte, warum wollen Sie das Wort Kulanz denn ausradieren? Und er sagte, das Wort Kulanz ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Das Wort Kulanz bedeutet doch, wir haben Recht, der Kunde hat nicht Recht, aber wir tun trotzdem das für den Kunden, was er will. Und das ist Quatsch. Wenn der Kunde ein Problem hat, dann hat er ein Problem. Und wer jetzt Recht hat und wer kein Recht hat, ich möchte überhaupt nicht, dass darüber nachgedacht wird in unserer Firma. Da sagte ich, Herr Kunde, das passt ganz gut, denn mein Wahlspruch ist, du kannst entweder erfolgreich sein oder recht haben, aber du musst dich für eins entscheiden. Aber die meisten Möbelhändler, die sagen dann sofort und kniereflexartig, aber was ist, wenn der Kunde wirklich mal nicht recht hat? Ich erzähle Ihnen von einer Firma außerhalb des Möbelhandels, dann fällt es uns vielleicht leichter, das zu verstehen. Die Firma Nordstrom, eine Kaufhauskette, immer ein Einzelhandel. Die ist eine Kaufhauskette, verkaufen ein bisschen teurer als die anderen, als die Konkurrenz Macy's. Dafür haben sie eine andere Politik, was Kunden angeht. Wir haben eine sehr, sehr einfache Regel für ihre Mitarbeiter. Da steht, der Kunde muss glücklich das Haus verlassen. Und wenn der Kunde mal unglücklich ist, wie lösen wir das Problem? Da steht, fragen Sie den Kunden, wie das Problem zu lösen ist. Sehr, sehr einfache Schritte. Der muss glücklich sein, ist das Ziel. Wie? Fragen Sie den Kunden. Und dann, wenn der Kunde auf nichts kommt, oder wie dann die Durchführungsschritte sind, dazu steht nur, nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand. Was darfst du machen, um den Kunden glücklich zu machen? Nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand. Das heißt, die Firma Nordstrom überlässt es ihren Mitarbeitern, das zu tun, was notwendig ist, um den Kunden glücklich zu machen. Und wenn Sie sich das mal überlegen, macht das ja auch Sinn. Denn niemand ist so nah am Kunden wie der Mitarbeiter, der den Kunden gerade vor sich hat. Warum sollte der das nicht entscheiden? Es ist Folgendes vorgekommen. Ein Mann betrat wutschnaubend eine Filiale von Nordstrom, lief an die Hauptinfo, knallte da Schneeketten, benutzte Schneeketten auf den Tresen und beschwerte sich lautstark, seine Frau wäre falsch beraten worden, ihr wäre erzählt worden, dass diese Schneeketten auf ihr Automodell passen. Er hat den ganzen Nachmittag versucht, die zu installieren und das klappt nicht. Und er wollte diese Schneeketten zurückgeben. Und der Mitarbeiter hörte sich das an, äußerte sein Bedauern und sagte, ja, wie sieht denn die Lösung für Sie aus? Sagte, ich will mein Geld zurück. Haben Sie vielleicht noch den Kaufbeleg? Nein, den hat meine Frau weggeschmissen, wie immer. Wissen Sie denn noch, wie viel Ihre Frau bezahlt hat? Das wusste der Mann noch. Und der Nordstrom-Mitarbeiter zahlte gegen Quittung aus der Kasse diesen Betrag aus. Wohlwissend, dass Nordstrom keine Schneeketten verkauft. Die denken sich jetzt vielleicht, wenn sich das rumspricht, tauschen 300 Millionen Amerikaner bei Nordstrom ihre Schneeketten durch. Und viele Möbelhändler denken so. Die haben ein sehr, sehr schlechtes Bild von ihren Kunden, was ungünstig ist. Aber was hat die Firma Nordstrom tatsächlich gemacht? Die hat nicht den Mitarbeiter bestraft und das Beispiel unterm Teppich gehalten, sondern jeder, der bei Nordstrom anfängt, kriegt diese Geschichte erzählt. Als Beispiel dafür, wie weit man gehen darf und wie weit man auch gehen soll, um Menschen glücklich zu machen. Tauschen deswegen alle Leute ihre Ketten durch? Nein. Ich würde schätzen, dass mehrere Millionen Amerikaner diese Geschichte kennen und trotzdem wird das nicht ausgenutzt. Es wird nicht ausgenutzt, dass die kommentarlos alles zurücknehmen. Es wird nicht ausgenutzt, dass die im Weihnachtsgeschäft Sachen, die offensichtlich bei Macy's, bei der Konkurrenz gekauft wurden, anstandslos Geschenk verpacken, natürlich ohne Geld dafür zu verlangen. Die Firma Nordstrom ist besonders. Die setzt übrigens auch besonders hohe Preise durch. Der Mehrwert, den die Kunden empfinden, dadurch, dass sie ihre Kleidung bei Nordstrom kaufen, scheint so zu sein, dass sie bereit sind, 20-30% mehr dafür zu bezahlen. Für denselben Bossanzug, für dieselben Markenklamotten. Also überlegen Sie sich in Zukunft, ob Sie sich überhaupt noch leisten können, mit dem Kunden zu diskutieren. Die Latte wird vom Onlinehandel sehr, sehr hochgelegt. Im Onlinehandel wird nicht diskutiert. Im Onlinehandel gibt es einen einwandfreien Service und es wird nicht mit dem Kunden diskutiert. Und nur im Möbelhandel wird noch gefragt, wer hat Recht, wer hat Schuld,
Ist das unser Problem? Ist das nicht unser Problem? Aber was ist, wenn der Kunde wirklich mal nicht recht hat? Was machen wir dann? Ich möchte eine andere Geschichte erzählen von einer Pizzeria, die auch auslieferte in den USA. Und die hatten eine ganz einfache Politik. Wenn sie nicht zufrieden sind, kriegen sie ihr Geld zurück. Boom. Sie müssen uns noch nicht mal sagen, warum sie nicht zufrieden sind. Da gab es einen Mann, der hat sich immer eine Pizza nach Hause bestellt und jedes Mal angerufen, sei ich nicht zufrieden, ich will mein Geld zurück. Am zweiten, dritten, vierten Mal wurde der Inhaber darauf aufmerksam gemacht. Der Inhaber hat den Mann angerufen, ihn eingeladen, ihm ein Auto geschickt, ihn abholen lassen zu Hause. Er hat ihn durch die Küche geführt, hat ihm gezeigt, mit wie viel Liebe der Teig gemacht wird, wie der gebacken wird, wie schnell der in die Verteilung kommt und wie schnell der ausgefahren wird und alles. Und der Mann war sichtlich beeindruckt, fuhr nach Hause, bestellte die nächste Pizza und reklamierte die direkt wieder. Und ich frage seitdem mein Möbelhändlerpublikum, was hätten sie jetzt getan? Und oft kommt, ich hätte die Telefonnummer gesperrt, ich hätte den von der Kundenliste gestrichen, ich hätte den Mitarbeitern gesagt, er kriegt nichts mehr, ich hätte ihm gesagt, er soll nicht mehr bei uns bestellen, was auch immer. Der Restaurantbesitzer hat sich dann aber überlegt, warum soll ich mir von einem Menschen, der diese Politik ausnutzt, meine Unternehmensphilosophie kaputt machen lassen? Denn es sind nicht viele Menschen, die das ausnutzen. Daraufhin hat er zum Hörer gegriffen, diesen Herrn angerufen und gesagt, wissen Sie was, Sie sind weiterhin unser geschätzter Kunde, Sie können weiterhin Ihre Pizza bei uns bestellen, nur ab sofort werden Sie die Pizza nie wieder bezahlen. Denn wir sind satt, immer diese Kreditkartenzahlung zurückzubuchen. Sie haben bis an Ihr Lebensende bei uns Pizza frei und Sie müssen die nicht mehr reklamieren. Das ist Kundendienst. Und wenn Sie jetzt sofort Ängste entwickeln, dass Ihre Kunden das ausnutzen werden, dann sollten Sie an Ihrem Kundenbild arbeiten. Denn dann ist Ihre Unternehmenskultur noch nicht so, dass sie in Zukunft lebensfähig sein wird. Sie können entweder recht haben oder erfolgreich sein, aber Sie müssen sich ganz klar entscheiden. Treffen Sie jetzt eine Entscheidung.